Ja, meine lieben Leute, wir sind jetzt hier in einem Café drin. Da ist der Marc. Hallo. Ja, schöne Schokolade. Ja, und zwar, er möchte mir heute mal die Karten legen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert und sowas. Ich habe mir hier ein, zwei Fragen aufgeschrieben oder Sachen, die ich ja halt gerne wissen möchte. Und ja, er macht es heute mal mit mir. Ich freue mich und ihr seid natürlich auch mit dabei. Ja. I signed the papers for a lifelong lease. And there's a third person walking behind us. A tap on the back and it's there to remind us. Life is a blink of an eye. Ja, red ruhig weiter. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Okay. Pass auf. Einmal zur Aufwärmung einfach nur. Zwar nehmen wir ein paar Symbole, die, weiß ich nicht, fast so alt sind wie die Menschheit selber, die irgendwo in uns verankert sind. Mhm. Du siehst, es ist kein Dreieck dabei, das hat einen Grund, weil du würdest dann vielleicht sagen, oh Gott, so alt kann es ja nicht sein, Pyramiden, Dreieck und so, noch älter. Ja? Und die wurden benutzt in den 50er Jahren etwa von einem Professor in den USA an der Universität, der von der amerikanischen Regierung bezahlt wurde, einen Test zu entwickeln, um zu gucken, ob es übersinnliche Fähigkeiten gibt. Mhm. Ja? Und er hat einfach diese einfachen Symbole sich ausgewählt, um diese Tests zu machen, weil die hat einfach zu uns sprechen irgendwo auf eine tiefe Art und Weise irgendwo. Ich würde die einfach mal geben und du mixst die einmal durch. Mhm. Und dann packst du die einmal so und streichst die einmal so aus, dass du so, genau. Und dann suchst du dir einmal zufällig eine aus und ziehst die einmal so nach vorne. Zu dir oder zu mir? Zu dir einfach. Gut. Und dann schaust du dir das Symbol immer an. Ja. Okay, packst es wieder runter, Hand am besten drauf irgendwie. Genau. Und ich denke auch an ein Symbol. Und das ist einfach bloß, damit wir uns quasi verbinden einmal, damit wir einmal einen Draht irgendwo herstellen. Mhm. Das heißt, wir schauen uns einfach kurz in die Augen, atmen tief ein und aus. Und es geht nicht darum, dass du mir das irgendwie sendest. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie das richtige Bild empfange oder irgendwie sowas. Es geht einfach nur, dass wir uns einmal kalibrieren, sozusagen. Okay. Ja. Sorry, ich muss lachen. Das alles ist gut. Hast du auch an das Viereck gedacht? Kann ich jetzt lügen oder muss ich die Wahrheit sagen? Nee, darum geht's nicht. Also du kannst mir schon die Wahrheit sagen. Ja? Ja? Okay. Ich glaube, dann reicht das. Warte mal. Also ich habe auch an das Viereck gedacht. Zeig mal. Ja, okay. Dann können wir schon loslegen. Dann gehe ich einmal in die zweite Phase. Ja. Ich suche mir einmal eine Karte aus. Okay. Und es geht jetzt darum, dass ich mich auf dieses Symbol konzentriere. Es geht nicht darum, dass du versuchst zu erraten, an welches Symbol ich denke. Es geht eher darum, quasi, was dein Unterbewusstsein, was dein Geist quasi damit macht, wenn ich mich darauf konzentriere. Das heißt, welche Bilder kommen in dir hoch, welche Gefühle hast du, welche Dinge siehst du, welche Intuition hast du. Genau. Okay. Und versuchst so wenig zu filtern wie möglich, dass du einfach, auch wenn es, also vielleicht ein bisschen filtern, wenn es vielleicht nicht, wenn es zu dirty wird, vielleicht nicht, nicht, dass wir zensieren müssen, aber vielleicht irgendwie so gut wie möglich die ersten Eindrücke sagen, die du hast, während ich mich darauf konzentriere. Okay, was hast du für einen Eindruck? Hast du irgendein Bild, was sofort in den Kopf kommt oder siehst du? Ja, aber das ist nicht in den Karten dabei.
Nee, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, quasi genau dieses Bild zu erraten, sondern quasi zu sagen, einfach was für ein Gefühl hast du, welche Bilder kommen in dir auf? Also unabhängig davon, was es für ein Bild ist. Ja. Was wäre das? Ich denke an das Dreieck die ganze Zeit. Okay. Und was für ein Gefühl hast du bei dem Dreieck? Also was ist das für ein Dreieck? Wofür steht es? Einfach nur ein abstraktes Dreieck oder irgendwas, was... Hat keine besondere Bedeutung. Ich sehe ein schwarzes Dreieck auf einer weißen Karte. Okay. Naja, irgendwie gerade nicht. Okay. Hast du irgendein bestimmtes Gefühl, irgendeine Emotion, die damit dazukommt irgendwie? Irgendwie Trauer. Okay. Also, okay. Ja, und irgendwie Freude. Okay. Das heißt so hin und her irgendwie auch so? Ja. Das ist so was ist was... Quasi, zum einen hast du einfach dieses einzelne verlorene Dreieck in so einer Leere irgendwo, ja? Ja. Und irgendwo sind es zwei Seiten, quasi einmal das Innen und das Außen irgendwo. Ja. Also so ein bisschen abgegrenzt voneinander. Genau. Ja? Und das passt perfekt, weil abgegrenzt einfach dieses Gefühl von eins Innen, eins Außen, abgegrenzt, Leere, das beschreibt perfekt den Kreis einfach. Das heißt, eines ist das Innen, das andere ist Außen, ja? Und einfach so, ja? Okay, ich glaube, würde ich einmal noch mal ganz kurz, dass du einmal so durchgehst und dir einfach eines aussuchst, was dich anspricht. Irgendwie, was dir irgendwo zusagt, wo du sagst, oh, das ist interessant, okay? Okay. Und dann einfach Bild unten da einmal hinlegen. Na, das ist, was mir jetzt am besten gefällt, oder? Genau, ja. Achso, mach mal die Hand drauf. Nicht, dass irgendjemand sagt, ja, die sind markiert oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie, das geht irgendwie darum, dass man irgendwie auf was hinarbeitet. Ich habe irgendwie das Gefühl von so einem inneren Drang, dass man irgendwas, weiß ich nicht, dass ich irgendwas machen möchte, dass ich irgendwo hin möchte, dass ich irgendwo... nach vorne und weiter, vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen so wie, was ich sagen möchte, ist irgendwie, ich arbeite mich hoch und ich versuche irgendwas zu erreichen und irgendwie dieses Gefühl von und los und jetzt und irgendwie nach größerem Streben irgendwie und nach vorne kommen irgendwie und irgendwie ist es, und hell ist es irgendwie. Ergibt es Sinn? Ja? Darf ich gucken, was es ist? Stern, okay. Das heißt, wir greifen nach dem Stern, wir arbeiten darauf hin. Okay, gut. Schön. Sein Insta-Account ein. Da könnt ihr gerne. Hast du noch eine andere Website oder so? In Arbeit, aber die ist dann auf Instagram zu sehen. Ja. Okay. Also ich blende euch mal den Insta-Namen ein. Da könnt ihr, wenn ihr sowas auch mal machen möchtet, mit Orakel und sowas, oder auch mal die Karten gelegt haben wollt, dann ja, könnt ihr ihn jederzeit anschreiben. Er macht es sehr gerne. Es macht wirklich furchtbar viel Spaß. Ich bin fasziniert, wirklich. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Sehr gerne.